Wie bitte? Kunde. Ja, teilweise, ja. Nicht viel, aber ja. Wie, 13? Ach so. Ja, ist doch schön, das ist doch gut. Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir besser sind als. Wo waren sie denn vorher? Brot? Ja, keine Ahnung, mal sehen, ne? Ja. Na. Dann hoffen wir mal, dass wir genauso gut hinkriegen, ne? Ja. Das wird schon stehen bleiben. Morgen. Morgen. Jo. Das Kopfspitzhacke nennt man das. Wie Mitgenommen? meinen Sie? Ja, das Fahrzeug stand gestern beim Eisen, beim Schmelzofen. Ohne Aufsicht und dann haben sie es einfach eingepackt, die Jungs vom RAC, ja. Das ganze Zeug, was drin war, war plötzlich, haben sie mitgenommen. Ich glaube, das haben sie selber vertickt. Ja, das Zeug ist weg, ja. Also das, was ich erarbeitet habe, bevor sie Pete hier unten in ihr und mich entführt haben gestern Abend. Ja, das haben sie anscheinend eingepackt oder weggeschmissen oder sowas. Und jetzt muss ich. Ja klar, ja, ich weiß. Aber das habe ja nicht ich eingepackt. Schönen guten Morgen. Ist ein bisschen eng hier, ne?
Ja, sorry, kann manchmal sein, dass es gemütlich ist. Problem ist, ich habe nur einen Bildschirm. Jetzt nicht. Also gut geschlafen. Gibt's hier irgendwas umsonst? Bevor ich hier nichts weiß. Das ist der vierte Mann. Ja, ich bin sie, dieses Vertreten. Das Wetter bei dir eigentlich. Man sollte halt eben nichts trinken. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Spaß hier so. Alles gut, oder? Ach so, okay. Ja, kein Problem. Alles gut.
Sachen als Jutain. Okay, dann ist ja gut. Ja, perfekt. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. So. Schönen guten Tag zusammen. Wie geht's euch? Super. Hi. Moin. Sie sind der fünfte Daniel. Geil. Guten Morgen. Sie brauchen nicht zufällig Reifen, oder? Ich habe schon einen Rack bestellt. Ach so. Äh, Geht's Ihnen weil soweit ich. gut? Jaja. Ich habe nur eine Beinverletzung, dann nicht. Lassen Sie mich mal gucken. Aber Ihnen geht Ah, es ja das auch geht nicht ja besser. tatsächlich. Ah, das ist, ja, Das das ist ein anderes Thema. Ich muss ja. wieder los. Okay. Tschüss. Hat auch gesendet, oder? Immer nur einmal Kohle holen, ey. Unterwegs. So, alle, die vorher bei der Steinkohle waren, haben jetzt angehalten. Geil. Das ist super. Hört mal. Erst meine Dampfen.
Auto und LKW. Alles gut. Ja, de. Hallo. 19. Wie geht's? Bin müde. Müde? Jo. Ich habe LKW kaputt. Jo, wie geht's dir? Perfekt. Ich bin weiter schlafen. Ich hab bloß vorhin keine Luft mehr bekommen. Ja. Also, Schwerluft. Eine Scheiße, ey. So, ja, dann wollen wir das mal irgendwie ganz bekommen. Das wäre lieb. Sie ist da. Perfekt.
Ja. Getroffen? Getroffen. Im LKW? Oh. Ja gut, das geht jetzt aber bitte nicht auf meine Rechnung, ne? Warte, soll ich umdrehen? Ja, bitte. Okay. War schön mit dir, ne? Ja. Das ging erstaunlich gut. Ja, ich hab Kraft ohne Ende. Ja. Oh. Ich geh mal beiseite jetzt, ne? Ja, wär gut. Das ist langweilig. Sonst, wie geht's euch da draußen so? Seid ihr auch so müde? So. Ja. Dürfte ich mich reinsetzen? Ja. Machen Sie mir die Türe auf. Ich krieg die Tür nicht auf. Ja. Es ist blöd. Vielen Dank. Wir müssen bald wieder zur Wartung. Gut. So. Machen wir hier noch diese eine Schraube fest. So, löschen wir noch den Fehlerspeicher. Und jetzt wird's teuer, jetzt wird's teuer. Ich weiß nicht, ist Pflichtrechnungen auszustellen? Ja. Ja? Jetzt allein, ich hab rote Augen. Du hast rote Augen? Ja. Achso. Na dann wollen wir mal eine Rechnung ausstellen. Genau. Alles gut. Fahrzeugklasse, das war ein LKW. Oder? Gar nicht. Stimmt. Ich weiß nur mal drauf hin. Ich weiß nicht, ob es gut. So, wir haben Motor gemacht, Karosserie haben wir gemacht, Scheiben haben wir gemacht. War das Licht kaputt? Ich glaube nicht. Ja. Nee, die waren ganz. Bist verrückt, das wird gleich noch zu viel. Nix da. Dann weigere ich mich, dann geht's vor Gericht.
Ich kann keinen Wegpunkt setzen, ich... Ah, jetzt. Soll ich das sagen, wie viele Kilometer das weg sind? Hab ich schon, danke. 4700 Meter. Ach nee, das war ein Kilometer, ne? Wie, warte, was? Nix, alles gut. Gut, dann sind wir bei einer Gesamtrechnung von 7837 Dollar. Uff. Ich glaube, beim nächsten Mal komme ich lieber in dieser Kugelform mit kaputten Scheiben. Nein, gut. Die Story sehen dir die Antwort mit. Bitteschön. Vielen Dank. Mal gucken, wie teuer es wäre ohne die Anfahrtstrecke. 3.363. Ist aber immer noch billiger als die Werkbank. Auch wieder wahr. Also, die Werkbank kostet mich 5.000. 5.000, glaube ich. Ja, eben. Die kostet mich 5.000. Das ist teuer. Ja. Gut. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten und dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Fahren Sie vorsichtig. Ja, und Ihnen was ist Dienst? Rufe ich Sie wieder an. Ja. Besser nicht. Ja. Wenn was ist, schreiben Sie Dispatch, rufen Sie an. Ach, anrufen geht auch? Nö. Moment, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das. Ui. Da habe ich mich aber gerade ganz schnell in den Notruf Leitstelle gesetzt. Ja, alles klar. Gut, alles dann klar. Will ich Sie nicht länger aufhalten, dann fahren Sie vorsichtig, ne? Ich fahre immer langsam, haben Sie ja gesehen. Ja. Übrigens, der Baum da ist dran schuld. Welcher Baum? Warte aus! Wo ist hier ein Baum? Schnuckischen! Also, ist der Baum noch ganz? Achso, das erklärt einiges. Ist kein Baum oder was? Doch schon. Ich dachte, ich habe jetzt mit einem kaputten Baum gerechnet. Hey, die Dinger sind ja stabil. Ja. Das geht ja nicht. Oh, ich hab heute Abend. Bitte? Scheint müde zu sein. Nein, das täuscht. Ja. Hat eigentlich gestern das Mittagessen geschmeckt? Wovon ich nichts weiß. Ja. Das war wunderlecker. Weißt du, was ich gegessen hatte? Soll ich das was verraten? Denn? Soll ich das verraten? Ja. Soll ich es dir verraten? Ja, bitte. Roulade. Boah, geil. Mit Rotkraut. Und Kartoffeln. Ja. Oh, und Schmaus. Oh. Preis 1,98. Hätte ich auch gern. Ich bin ja Single, also von daher habe ich keinen Bock, das selber zu kochen. Das da bist du mit dem Kochen noch teurer dran. Oh, ja. Ja gut, dann fahren wir weiter, ne? Ich das weiß ja nicht, was du da machst. Das Schlimme ist ja, das schmeckt ja auch noch. Ja. Es ist ja das Schlimme. Laden Alter, ist einfach geil. Ja. Aber ne, gut. Falls ich sie wieder brauche, oder ne, dann schicke ich ein Dispatch und dann werde ich wieder geldlos, dass mir kein Mensch zahlt. Genau. Ich muss mit meinem Chef reden. Na dann, ich wünsche dir was. Ne? Ja, bis alles gleich. Klar. Im Übrigen, super, ne, dass du das hier abgesperrt hast. Daran hätte ich persönlich jetzt nicht dran gedacht. Naja, ist halt, diese Strecke ist besonders viel befahrbar, ne? Wo geht denn die Wurz hin? Ja, da runter, komm mit. Nee, ich komm nicht mit. Oder, nee. Ich zeig's dir auf der Karte. Das ist viel schlauer. Da oben. Hier. Ja. Und die Strecke, die geht so circa. Ach so. Eine ganz gute Abkürzung, wenn du nicht über Pomberg fahren willst. Ist eine gute Idee. Ja. Dann werde ich die gleich mal fahren. Wir sehen uns gleich wieder.
Echt, da geht eine Abkürzung? Ja, Pustekuchen mit Abkürzung. Wollt mich doch veralbern. Achso, die Abkürzung. Ja. Okay. Ich liebe den Rock. Ich hab keine Ahnung, was die anderen jedes Mal meckern dagegen. Da kommt ein Verrückter. Bin alles gut bei denen? Okay. So, wir machen mal ein bisschen Nacht. Ich gehe dann, ich bin blind auf die Augen. Kohleverarbeiter. War wieder Kinkel. Gute Idee zu wissen, das weiß ich noch gar nicht, dass es eine Abkürzung gibt. Macht hier mal einiges leichter. Wir produzieren ein bisschen vor für die.
Ja. Bett gehen und schlafen. Das ist ein Stein, ne? Negativ. Dein Ernst? Das war voll, ne?
Ist gerade anders. Ah.
schauen, ob wir jetzt schneller sind. Aber Kohle verarbeiten. Ich bin mal gespannt. So geil die Nacht. Gar nicht. Hilft der Hammer drin.
Gut, meine Damen und Herren, ich hole mir mal ganz kurz ein bisschen was zu trinken, ne?
Ja, moin! Ja, wie geht's? Verdienen immer noch kein Geld. Wo warst du eigentlich gestern Vormittag? Ich dachte, du kommst in Dienst. So. Hast gut geschlafen, Herr Wähler? Ich. Ja, die Abkürzung lassen wir hier. Gerade aufgestanden. Ja, super. Das ist ja typisch, ne? Die Chefs, die arbeiten und arbeiten früh, früh, früh. Und die anderen dürfen ausschlafen. Wie immer. Alles gut. Ich meine, es ist gerade noch das Kokshaus voll, dann ist es voll. Fahre ich erstmal den Rest auf. Dann schauen wir mal. Mal ganz kurz selber was für eine Farme. Obwohl, ich habe noch eine dreiviertel Stunde, das könnte vielleicht. Ja, ich arbeite auch ein bisschen nach. Ja, das ist. Die Abkürzung kann ich bis eben gerade auch noch nicht, ja? Ich schon noch kommt, dass ich hätte ein zweites meine RC brauche. Echt, okay. Aber ich habe ja gestern ja nur auch Ticket verlost. Warte mal, wer es gewonnen hat. Komm hoch. Hoch. Ja, das ist richtig. Ich hab's dann abgelehnt, ja, dann hat er dann noch einen zweiten Gewinn. Ey, was will ich mit dem Tuning-Ticket? Ich steht's am Endeffekt auch nur weiterverkaufen. Ich hab nichts davon am Ende. Außer der vielleicht mal Geld verdienen könnte. Gut, du kannst aber nicht behalten. Das wäre eigentlich auch mal geil. 87 Stunden kriegst du umsonst ein Tuning-Ticket. Für dich selber. Das wäre doch mal was. Oh.
Nächste Woche, okay. Ich mach mal mit, vielleicht habe ich wieder das Glück. Dann mach ich bei jeder Verlosung mit, kannst du wissen. Ach, dann habe ich ein Nebengeschäft gerade entdeckt. Wegen den anderen Sachen müssen wir uns mal noch unterhalten. Ich würde darauf auf eine andere Insel gehen. Weil ich da sowas erfahren habe, was mir nicht schmeckt. Da ist man nur wegen dieser ganzen Drogen. Deswegen, ja, ich habe das Thema gestern mit Mama nochmal gehabt. Problem ist, ich bin ja nie, wir sind ja alle nur angestellt bei Marvin. Also ich habe ja keine eigene Firma. Aber die Justiz kann angeblich auch die Firmenkunden einsehen. Bei der Berechnung mit einbeziehen, wenn die uns kriegen sollten. Und darauf habe ich keinen Bock. Muss nicht sein. Also zumindest hier nicht. Ja, in der Insel nicht, da bin ich auch schon eingebürgert. Aber ich würde dir das mal später erklären. Das ist nicht gemeint. Ich will dann hier nicht unbedingt Firma mit reinziehen, wenn das so ist. Ja. Ja, alles gut. Machst du eigentlich heute auch nochmal RC-Dienst? Warst du irgendwie vorgestern oder gestern schnell weg? Und zumindest kommst du nicht mal wieder. Ich glaube, das war abends. Du bist irgendwie nur im Pausenscreen rein und dann warst du dann auf einmal weg. Kommst nicht wieder. Das ist eine Ausrede. Alles gut. Was?
Ja, genau. Ich glaube, da war irgendwas gewesen, dass du nicht mal drauf kommst. Also, dass man das gehört hat. Rain muss man bei seinem Haus hier ganz erst dort langsam mal wirklich die Dinger wegmachen. Die Bäume. Ich gehe heute nicht mal in Dienst. Nee. Ich habe meine 5 Stunden gestern voll gemacht. Da ging es nur um gestern. Ich dachte, du bist gestern drauf. Um Mittag. War nicht Mann und nur ein Radler, was? Mit dem Medics kaputt. Weil ich hätte ja schon gleich schon mal einiges gleich noch beigebracht, oder? Ein klein, aber feiner Feldweg. Geiler. Sowieso jetzt noch was auf, weil alles hier gleich voll ist. Nice. Nimm ich deins. Oh Leute, Angst. Ja, nee, alles gut, kannst du machen. Echt? Passt das echt noch rein? Euer Ernst? Ja, doch. Aber war es halt voll. Kann ich glaube schon nicht mehr reinquetschen. Betracht der Zeit wird's ein guter Käufer.
Nee. Ich versuche jetzt mal noch Kohle oder nee. Nee, ich mach's anders. Ich fahre die restlichen Sachen jetzt. Rette alle wieder hoch, weil die hatte ich schon inzwischen gelagert hier. Ich noch versuchen, um Geld zu laufen noch und schauen wir mal, was wir noch machen. Kann ich dann übermorgen das Haus so voll machen? Vielleicht schaffe ich es ja noch, dass ich irgendwann mit antreffe. Hat schon gefrühstückt. Der Wähler. Das Einzige, was wir vielleicht machen könnten, 12 rum bis halb zwei, dass wir beim Müllabfuhr machen.
Baum weg. Bist du noch da, der Wähler? Ich nehme mal gleich mal Strandgut. Strandgut. Vielleicht kriegt man das noch verkauft. Das wäre geil. So, meine Damen und Herren, haben mal ganz kurz. Und außen ist Queen drinne. Hat seine berechtigten. Genießt einfach ganz kurz. Dick. Moin zu eben.
Wie geht's eigentlich da draußen? Erzählt mal. Ich warte, meine Damen und Herren. Mal ganz kurz Musik genießen. Oder können wir auch mal reinschreiben? Wow. Moin. Na? Geht's? Hörst du mich? Na, alles gut? Ja. Bei dir? Hallo? Ja. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich, ja. Super. Perfekt. Hast du schon mal Strandgut gemacht? Ja. Noch besser. Wo ist denn eins? Guck mal bitte. So, wo ist denn noch das nächste Strandgut? Ich sehe gar keinen. Doch, da unten. Unterhalb von uns. Mhm, wenn du von Ostersund einfach bei den Baustellen gerade runter gehst, in Rot. Das illegale Strandgut, da brauchst du aber eine Flex für. Brauchst du nicht bedingt? Hast du es gefunden? Ja, wir fahren mal runter. Ja, ich komme mit. Lass mich kurz mein Auto einparken. Jo. Das fahren. So, Abfahrt. Ja, gleich. Navi öffnen. Genau, wie ich da hinkomme. Ja gut, erstmal musst du sowieso auf die Autobahn, also von daher. Dann. Wenn es weiter nichts ist. Aber Harald meinte, man braucht dafür immer eine Flex. Nein. Es okay. Kann sein, dass auch normale Paletten werden. Ah, okay. Wenn möglich, bitte wenden. Es ist nicht zwangsläufig, dass du immer eine Flex brauchst. Jetzt links abbiegen. So 90% kann es vielleicht sein, ja. Aber ich hab's auch bei den normalen Grünen schon gehabt, dass ich dann eine Flex brauchte. Weißt du, was drin war? Fisch. Super. Ist aber nicht illegal. Nee. Jetzt rechts abbiegen. Nee, das Einzige, was mir jetzt nur noch fehlt, zu einem Rank-Up, sind. Die Leitstellenstunden, logischerweise. Ja. Und noch 4 Stunden normal. Ja, du musst ja erstmal das Leitstellenmodul machen, ne? Ist am Dienstag bekomme ich das. Ja? Jetzt vom Hartnuss. Ach, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Den habe ich auch schon gesprochen gehabt. Na, mit dem bin ich schon ein paar Mal rumgeflogen. Wenn möglich, geflogen, das klingt wie. Route wird neu berechnet. Ich meine, der kann echt geil fliegen, ohne Witz. Möglich, bitte wenden.
Kann er für mich den die Prüfung machen, die. Also ich habe mal versucht, im Editor ohne Autohover zu landen. Ja, geht nicht, ne? Ich habe es dreimal hingekriegt. Also ich sag mal so, meine Quote war 3 zu 20, dass ich es hingekriegt habe. Okay. 20 Mal abgestürzt. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, ich lasse es generell dann. Weil es bringt mir keine Punkte. Nö, ich habe auch schon gesagt, ich fliege nicht. Das ist mir egal. Ich bin jetzt zwar der Meinung, wenn man jetzt alleine im Dienst ist und da auf Tag nach Takatukoland oder auf Tanmur müssen, dass man mal halt eben da in der Hinsicht nochmal fliegen durfte, aber nein. Geht momentan kein Weg rein. Also genauso wie wir hatten vor kurzem, ist eine Hummingbird mitten auf dem Meer gelandet. Was? Gelandet? Wegen Treibstoff. Ja, wegen Treibstoffmangel. Ja, es gibt Luftpolster, die man sich unter... Ach, das Ding meinst du, ja. Ja, ja, genau. Für mich sah es aus wie ein Hummingbird halt. Und da brauchst du ja das Tauchmodul. Und das hatte keiner von uns. Ja, hat er Pech gehabt, ne? Richtig. Und in, Moment, das, die ist aber auf dem Wasser stehen geblieben. Ja, 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 die ist geschwommen auf dem Wasser oben. Und dann. Jetzt ja rein theoretisch, auch gut hinfahren können, aber gut, wenn keiner das Tauchmodul hatte. Hatte keiner. Und das war ungefähr 3,5 Kilometer raus aus dem Meer. Das war schon ein bisschen. Aber das hat dann die Pol und die Medics, die haben den Kanister mitgenommen. Mhm. Wir durften mitfliegen, das durften wir bei den Medics. Aber wir haben halt nichts gemacht. Ja. Und die haben dann den Heli wieder betankt, dass er zumindest wieder zum Festland fliegen konnte. Und ihr habt dann die Rechnung gestellt, wa? Nee. Jetzt ist schön, Polizei und Medics arbeiten und ja, egal. Nee, das haben wir nicht gemacht. Das haben wir gesagt, das muss man mit der Pol klären. Wir haben da nichts gemacht. Alles gut. Weil da kam dann noch Umweltverschmutzung mit dazu. Ja. Aber ich muss sagen, ist das Service-LKW, ne? Mhm. Alter, ist der Porno. Warum? Alter, der ist so geil. Der lässt sich so geil fahren. Echt? Oh ja. Gibt's einen langen. Nee, du gibst keinen Anreiz, das R4 zu machen. Also für mich schon. Also mein Ziel ist es, das Ding fahren zu dürfen. Ja, schön, dann machst du den und dann fahr ich bei dir mit. Lass dich daneben setzen und brauch ich das. In 500 Metern rechts. Ich ja, habe einfach keinen Bock, euch das noch gemacht. Zu machen. Ja. Jetzt habe ich es mit dem Kraftmann ja auch gemacht, weißt du, wo ich mit ihm unterwegs war. Hat er gesagt, hey, ich setze mich daneben und du fährst. Punkt. Kannst du ja. Ja, unsere eigene Entscheidung dann. Was ist das? Jetzt rechts abbiegen. Das ist alles in Ordnung. Also bin ich mal gespannt, ob du jetzt Glück hast oder nicht. Ja, machen wir mal. Vielleicht wissen wir mehr. Du hättest da in die Straße, in den Feldweg schon reinfahren können, das ist hier direkt links. Kann ja jeder. Ach so, du willst über den Strand. Okay. Bleibt noch da? Ne, bin schon despawned, ja. Schade. Warte, ich guck mal, ob es irgendwo anders aufgetaucht ist. Wir waren zu langsam. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie lange das Ding da stand. Ja, ja. Nö. Nee. Sehe keine. Mann! Oh, doch, jetzt, guck mal. Oben! Überm Bauhaus. Wenn du schnell bist, dürfte es gehen. Also, wieder zurück.
sind ja nur 3 Kilometer. Ja, das schaffen wir. Wie ist es? Ja, das schaffen wir locker. Naja. Jetzt wäre das beste Beispiel. Das wäre jetzt richtig geil, wenn das jetzt da dann jetzt der Container ist. Ja. Aber wie lief denn die Verlosung gestern ab? War alles gut, oder? Jojo. Haben viele mitgemacht. Zieht sich in Grenzen, muss ich sagen, also. Okay. Ich habe mich jetzt erst eingetragen und ja, wie gesagt, wer kriegt? Bumm! Ich lese nur im Chat dann, Speedy hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ich habe gesagt, nee, ich lehne es ab. Weil ja gut, kann ich doch machen, ja. Dann wird ja neu gelost. Eben, und dann hat jemand gewonnen und dann hat er sich dann aber noch irgendwie mit einem Ball mit getroffen. Ja, okay. Aber ich bin dann 2:30 nach, na, ich war halb, ob um 1 war es, um 2:30 bin ich dann ins Bett. Oh, okay. Ich hab ja gestern meinen Antrag gestellt, oder beziehungsweise bin in die Suppenküche hoch, wegen dem Tuning-Ticket. Mhm. Und die haben gesagt, ja, es kann jetzt so 3-4 Tage dauern, bis du es dann hast. Mhm. Ich hab's schon. Ich hab gerade nachgeguckt. Denkst du es mir? Nein. Oder? Aber bei meinem Auto, ich habe ja gesagt, ich pack das schnell ein, gell? Hab ich gerade den Windows-Muskel gedrückt und hab mich gewundert, warum ich die scheiß Menü nicht. Und die scheiß Menü nicht fährt? Okay. Na, nee, warum ich das scheiß Menü nicht habe, zum Einparken. Achso. Achso, ja. Du wolltest das Handtuch drüber werfen. Ja, genau. Da müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig damit sein. Weil das hat man eigentlich unbedingt. Nee, geht ja auch gar nicht. Nee, aber ich erzähl auch nicht unbedingt. Gut, wenn ich jetzt alleine bin, dann. Und ich merke oder kann nachvollziehen, dass der Herr nicht mal vor Ort ist, dann ja gut. Ne? Aber sonst. Ja. Gibt es einen regulären Weg mit ins Akku abschleppen, einsagen und den Besitzer informieren. Ne, ich habe gestern, war ich ja noch mal kurz auf dem Server drauf und da kam, was? Ja, war gestern. Und da kam auf einmal ein Dispatch rein mit komplett zerstörtem Auto. Oh. Dachte, ja, geil, Abschlepper los, ne, Feuer frei. Hol den ab und dann sagst du mir, Alter, die Stimme, die kommt hier so bekannt vor. Da ist Laman Rackler, ne? Das habe ich gesehen, ja. Ja, das war der Müller. Bin gleich wieder da. Jo. So wieder da. Beste Beispiel. Oh, da komme ich doch gar nicht hin. Doch, da kommst du hin. Rechts runter. Da kommst du nicht runter. Was? Bist du hier rechts runter? Egal. Ja, komm, fahr.
Wir wippen, wir wippen. So kommst du immer. Ja, mal gucken, ob du wieder hochkommst. Ich hab's geahnt. Container. Das war jetzt gerade das beste Beispiel. Haben wir keine Flex. Warte, kannst hier noch runter hoch, bitte. Haben wir eine Flex im Haus? Nee, ne? Naja. Ich glaube. Nee, ich glaube, die hat er weg, ja. Gut, dann. Schade. Ein Auto. Mhm. Links von uns. Mhm. Oh, warte. Jo. Der ist ja auch nicht ausgestiegen, also von daher. Der denkt jetzt wahrscheinlich, wir haben das Zeug eingesammelt. Oh, 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 fetter Stein. Und tschüss. Geht doch nicht. Na, jetzt sehe ich nicht mehr. Keine Ahnung, wo ich. Da ist rechts rum. Ah, okay. Ich hab schon meinen Bergenrumsack in den LKW gepackt. So. Wollen wir mal jetzt noch? Es ist eigentlich ja, ne? Wie gesagt, das ist gerade exakt das beste Beispiel. Ja, ja. Dass es auch Container gibt in legalen Sachen. Wie ist denn das? 40. Fahren wir nach Weidenfels. Ja, machen wir. Würde ich mal sagen, dann parke ich da ein und. Bin ich denn überhaupt? Bauhaus. Ja, das ist. Warum? Liebe. In einem Plan von. Ja, muss ich mal gucken, muss ich später gucken. Wird dann doch die Flex wieder ins Haus holen. Du hast einen Blinker an. Das ist doch schön, lass ein Blinker Blinker sein. Halt. Ich sehe hoch. Hat das jemand gesehen? War so geil, wo die Bäume nicht da waren, da bin ich mal hier runtergejumpt. Da hält mich an der Zoll. Das war so ich nice. Was. Gleich mal Kontrolle gehabt. Ich hatte jetzt echt gedacht, er nimmt uns irgendwie hoch. Erdguss vorhin. Mal wieder da. Ich hab vorhin gedacht, echt, dann nimmt uns hoch, der Gust. Da mit dem Auto. Ach, geil. Das hätte ein Video gegeben. Wieder auf dem Kanal. Mhm. Mit der Beschreibung. Keine Polizeiüberfall, was soll der Scheiß? Ja, das damit habe ich auch schon fast gerechnet. Also wenn die Polizei da gewesen wäre, dann sage ich ja nichts. Das ist ja keiner im Dienst. Ja, das Schlimme. Mhm. Ich hatte das ja schon mal, das Video habt ihr ja schon gesehen gehabt, ne? Mhm. Wo Marvin so schön geredet hat. Ich einfach meine Klappe gehalten, also
Meine Klappe habe ich eigentlich nicht gehalten, aber mein Aufnahmeprogramm hat es nicht auch mit aufgenommen. Ja, das kenne ich. Meine GoPro. Meine Stimme. Ding ich denn immer noch? Doch, rechts. Bei mir nicht. Doch, bei mir schon. Doch. Ups, dann sage ich nichts. Ja, habe ich doch gelernt, Mensch. Ja, gelernt und gleich wieder vergessen. Blinken. So. Da fehlt eindeutig die schwarze Lackierung. Nein. Nein. Ich will einfach nur sämtlichen Sachen aus dem Weg gehen. Ja, ja, alles gut, ich weiß. Also wie gesagt, mit dem Bus habe ich absolut kein Problem. Da ist ja die 25 Euro bekommen dafür. Ja, da müssen wir auch mal gucken, ob der Skin jetzt richtig ist. Da steht hinten die Nummer. Ja gut, da weiß ich nicht, ob ich wieder einen neuen Bus kaufen muss. Also laut dem Ticket nicht. Okay. Oh, ja, kann man gucken. Weil ja nur die Datei geändert wurde. Komm, ja, kann man gucken. Kann ich mal ausborgen im Bus. Ich habe heute um 1 ja noch einen Termin. Mit Tee. Ah, oh, okay. Das will ich schon aushandeln. Ja, das wegen Hauswartung. Ah, okay. Verlange quasi gleich mal 3000 weniger. Eine Hauswartung. Als Brot? Als Brot, ja. Boah, okay. Also pro Palette hier, ne? Naja. Boah, Hauskiste. Ja, eigentlich. Man probiere ich das halt immer aus, wenn ich mit den bin, dann. Kann ich immer noch wechseln. Ja. Das stimmt, ja. Jetzt mal Brot gefragt, was bei denen ein Hausbau kostet. Mhm. 1,3 Millionen. Will er ein Haus bauen lassen oder was? Ey, wenn, dann will ich mir eins bauen lassen. Baust du denn? Du noch ein Haus hinbauen? Wir haben jetzt genug Zeug davon. Ja, mein Privathaus. Achso. Rain hatte jetzt jemanden gehabt. Moment. Bisschen nackig. Der Rucksack? Irgendwas fehlt hier. Er wollte sein Haus verkaufen mit Garage und hast du nicht. Okay. Ich hab gesagt, eigentlich brauchen wir nichts mehr. Nö, eigentlich nicht. Also bei mir ist noch hinten drauf. Jo, bei mir auch. Aber wahrscheinlich musst du dann das umskinnen. Hab ich ja schon. Ja, oben nochmal beim Donator Shop nochmal neu kaufen. Achso, so meinst du das, ja. Eigentlich mal. Hashtag ein. Auf mit dem S7? Nee. Auch mit dem S7. S7 Sportback, ja. Aber mein RT-Fahrzeug dazu mal. Muss ich kurz überlegen, das war rechts rum. Ja, wo denn wieder links? Also hier ist nicht in den Hinterhof rein, ne? Ist so ein geiles Auto. Mhm. Liegt auf der Straße wie ein Brett. Und rutscht schön. Das oder geht haben eigentlich. Sie es wieder rausgenommen? Das geht eigentlich. Doof. So arg rutscht der gar nicht. Ah.
Ne, immer noch verkehrt rum. Super. Ja, aber ich habe gerade gesehen, er hat ein Mod-Update geschrieben. Kann natürlich auch sein, dass dann es ist. Wenn, okay. Warte, er hat genau geschrieben. Beim nächsten Mod-Update da. Ja gut, dann wird es noch ein Weilchen dauern, ne? Mhm. Aber ich hab ja nicht nur den Audi neu. Ich hab auch noch, warte. Den da neu. Ja, warte. Naja, verarzte du dich mal. Ich meine, ich kann ja gerne dein Auto weiter voll bluten. Hört mich ja nicht. So. Eieieiei. Immer die heißen Schlitten. Oh, lackiert. So. Ja, ja. Jetzt zeig ich dir mal, wie der Audi aussieht. Das hast du eben gar nicht richtig gesehen. Da. In Gold. So. Nein, ist kein Gold. Ist orange. Ist wirklich kein Gold. Das ist orange. Ja, ja, das ist immer die Tarnung hier, ne? Mhm. Alles gut. Aber passt voll zu dem Auto. Ja. Gut. Wird aber trotzdem wieder nach Weinfels wollen. Ja, ja, ich habe Auto ausgepackt. Oh, ich dachte schon vor mir. Ich dachte, wir fahren schon mit meinem Ferrari ein. Du willst einen Ferrari fahren? Ja. Ja, dann packen aus. Ach, schau. Der ist nämlich frisch repariert. Ui. 5000 bezahlt dafür. Ach übrigens, demnächst wird in der Forum etwas Neues angekündigt. Aha. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, was, weil, ne? Keine Ahnung, was du vorhast. Ja, du hast da deine roten Augen an. Das ist nicht gut. Au. Leck mich am Arsch. Jetzt? Dein Ernst? Warte mal. Ja, vorne rechts. Vorne rechts? Wird, ist ja, kein Problem. Vorne rechts. Zeige ich dir mal was. Lass mich kein Ferrari fahren. Fort damit. Das muss so. Nö, ich mag das schon. Das ist übrigens wieder Aua. Macht nichts. Aber ist ja dein Auto. Wenn du wirklich mal keine Reifen dabei hast, wie ich jetzt eben gerade. Vorne einen links, einen hinten rechts, oder umgekehrt und schon ganz so gemütlich war da vorne. Ja. Das musst du. Funktioniert auch beim LKW. Und der fährt, als wäre nie was gewesen. Ja. Super, ne? Okay, ich bin gleich wieder. Aber sehr interessant, dass das so funktioniert. Ja. Doch top.
Besser geht's nicht. Hast du noch nicht gewusst, oder? Nö. Was das denn? Wusste ich noch nicht. Ich bin so verletzt. Oh, ja. Diesmal noch das zweite Bein noch. Das ist unsicher langsam. Okay, Kugel. Schließen. Nur weil ich langsam gesagt habe, ist das Kugel angesprungen. Alter. Ich habe eine Brustprellung. Oh. Kannst du mich ja verklagen. Da wäre eh kein Geld. Nee. Ich würde gerne mal wissen, wie teuer ACN ist. Was? Hauswartung. Da kann ich ja mal aufrauchen, ne? Wenn ja auch hier wieder da ist von denen. Die machen anscheinend alles hier mittlerweile. Mhm. Das ist ja ein Autohaus. Naja. Aber ich glaube, von denen dürfte keiner da sein, nicht so. Ich glaube nicht, nee. Guck dir mal die Firma an, die gerade offen hat. Firma? In der Firmenliste. Kann ich nie so richtig sehen, das ist ein Muss ich irgendwas mal umstellen? Nee, du musst einfach nur rechts oben auf die Tür gehen. Hinter der Suchleiste. Einfach draufklicken, dann siehst du alle die offen sind. Was? Wir von... Bitte, was? Ja, richtig. Sind große für alle Arten. Die wissen was. Meine. Ah ja. Ah, die Konkurrenz. Wie? Mit dem Bus. Aber die haben nicht so eine schöne Lackierung wie wir. Das stimmt. Weil das ist ja Standard hier. Und er fährt wie eine Wildsau. Ja, das könnte ich sein. Guten Tag. Hallo. Und in der Schwarzheit, ja? Konkurrenz, ja, ja. Was? Und dann noch nicht mal sauber lackiert. Ach, den habe ich geschenkt bekommen. Gucken Sie mal. Oho, schickes Ding. Ja, hat keiner. Und dazu gibt's noch den da. Oho. Vermieten Sie den? Nein. Negativ. Definitiv nicht, nein. Schade. Kennen Sie vielleicht jemanden, der momentan, also nach der Sonnenwende einen vermietet? Haben Sie einen LKW-Schein? Ja, natürlich. 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 Dürfte ich den mal sehen? Natürlich. Den habe ich gerade noch zu Hause. Das ist schlecht. Ohne LKW-Schein kein LKW. Geise Blatt. Nee. Das ist kein Transporterschein, mein Guter, das funktioniert nicht. Damit kann man trotzdem einen LKW fahren. Ja, nein. Aber... Hey, gib mir mal Bandage, ich blute. Es fällt ja eh niemandem auf. Wenn man gescheit fährt, dann ist ja alles gut. Wir wissen schon, wenn die Polizei sie anhält, haben sie ein Problem und derjenige, der das an ihm vermietet, hat noch ein größeres Problem. Wir vermieten sie doch nicht. Wir sagen, wir haben ihn geklaut. Weil der ihn vermietet, kann nämlich sagen, dass der dann seinen LKW-Führerschein plus LKW los ist. Ich hab ihn einfach einen Gefälschten gezeigt. Fertig. Ich glaube, sie haben keinen LKW-Schein. Den bekommen sie nur beim RNC.
Ja, ich weiß schon, das ist mir zu aufwendig, da fahre ich lieber schwarz. Ah ja. Oh, solche Leute mag ich und ein bisschen verknacken. Gleich weg die Schweine. Weg, 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 weg. Ja. Irgendwo mal geh ich schon rein, keine Sorge. Lebenslang, einfach weg. Ja, lebenslang nicht. Na, kommt drauf an. Vielleicht auch schon. Gleich für 60 Jahre ins Bundesgefängnis. In die letzte Kammer. Wird rausgeholt, keine Sorge. Echt, lasst einfach solchen Unsinn. Ihr macht euch strafbar und dann der andere macht sich genauso strafbar. Nicht, wenn man sich mit einem guten Anwalt herausreden kann. Haben Sie den guten Anwalt? Natürlich. Wer denn? Ja, das macht meine Truppe. Mach nicht ich. Mach dir Hose. Ah ja. Dann bestimmt die Morellos. Nee, zu denen gehörst du nicht. Ich bin mal weg. Tschüss. Ich auch. Tschüss. Ey, lass mich ruhig da, Dickerchen. Alles? Ja, das ist richtig scheiße, wenn ich nur noch kurz davor down gehe. Oh ja. Du. Nee. Gut, mein vermiete ich sowieso nicht. Ja gut, ich meine, könnte ich ja zur Not vermieten. Deswegen habe ich ja noch einen LKW-Schein gefragt. Naja. Aber der hat ja keinen. Ein theoretisch könnte ich ihn jetzt anzeigen. Theoretisch schon, Namen hast du ja wahrscheinlich, oder? Hm? Richtig. Namen hast du. So, aber ich bin jetzt weg. Jo, ich auch. Ciao. Bis dann, tschüss. Channel switched. Channel switched. Channel switched.
Channel switched. You were kicked from the channel. Channel switched.
Wie geht's euch? Wir machen eine Runde Kohle. Und Sie verkaufen? Negativ. Okay. Aber Sie wahrscheinlich, ne? Das ist richtig. Und ja, ja. Wenn ich hier nicht abnehme, ich hier nicht abnehme, weiß ich auch nicht. Ja, so ist es. Ich auch. Nicht mal gewusst, dass es hier einen Weg gibt. Ja. Und dann noch.
Und zurück. Zum Kuh. Arbeit. Wer kennt's nicht? I love you, Bäume. Mann. Schauen wir mal trotzdem gucken, wann das Auto kommt. Ja. Nennen Sie Real Life RBG. Das ist die 8.0. Ich zeig dir gleich mal beim Kohlehändler die Karte. Das ist ein Modding-Server. Hast 6 Stunden Zeit, bevor du dich einbürgern lassen musst. Musst dich weit liften lassen.
Hi. Hallo. Hattest du eine gute Reise gehabt? Na klar. Ab in die Zukunft und zurück und wieder vorwärts. Jetzt bin ich wieder hier. Wieder aufwärts. Das ist wie gesagt ganz schöne Karte. Wir haben mehrere Städte. Ja, da bin ich wieder. Weinfeld, Seide, bla bla. Ja? Wie gesagt, www.relife.de. Kannst du das runterladen? Launcher runter, wenn man Launcher lädst, die ganzen Modpack-Pakete runter. 18 bis 20 GB. Läuft. So, was? Hallo. Hi. Oh, ich ist. Ich hab mal hier eine Anzeige erstatten. Sehr blöd. Na, ja, ich überleg mir das noch. Auch oder nicht. Was geht es denn, wenn ich es mal fragen darf? Es gibt hier Leute, die keinen LKW-Schein haben und meinen LKW damit rumzufahren mit einem LKW ohne LKW-Schein. Davon gibt's eine Menge. und die meinten ja dann auch, wenn jetzt die angehalten würden von der Polizei, dann gibt es auch andere Leute, dass sie die da wieder rausholen. Das ist natürlich erstmal gar nicht schön. Ja. Der eine wollte mich eventuell einen LKW haben und der hat, ich sag es mal so, ich habe ja netterweise seinen Namen bekommen, weil ich vorneweg, bevor ich irgendwas vermiete, einen LKW-Schein sehen will, hat er mir einen kleinen Transporterschein gegeben. Naja, das ist alles gar nicht gut. Dann setzen sie das Ding gegen eine Wand oder so eine Kacke. Ja. Junge. Davon halte ich nichts. Ja, das ist doch gar nicht gut. Selber mussten machen, weil du wahrscheinlich angehalten wurdest dann so und dann. Da kommen da solche Leute daher. Ja. Mal schauen, was ich mache. Naja. Mal gucken. Hallo. Mal gucken? Ja, mal die Liste. Hi. Hallo. Ja, sowas in etwa kriege ich heute auch noch. Ja, ich hoffe, dass du reinkommen würdest. Würde mich da freuen. Ist ja immer alles. Die ja gehört, ne?
So, und dir auch noch eine frohe Weiterfahrt. Ja, danke. Also Kaffee schmeckt nicht. So, manchmal.
geht sofort bei meinen Lutern. So, gehen wir mal fix noch zum Supermarkt und holen uns ein paar Getränke. So. Thank you. Das ist doof. Ja, ich bin vorgestern angereist. Ich war ganz weit unterwegs. Ich komme eigentlich aus Deutschland, also hier, ne? Geboren bin ich in Leipzig. Ach, ich sag's. Dann, bin ich quasi rumgereist. Ich war in Südamerika unterwegs, ich war in Mexiko unterwegs. Und her. Ja. Und dann bin ich wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Das ist also schön. Zurückgekehrt nach Deutschland, okay. Ja, ich komme aus Amerika. Guck mal, das ist Amerika, okay. Ja. Ein waschechter Amerikaner. Richtig. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Oh. Haben Sie denn schon die Einbürgerung? Nee, ich wollte erst schon Kartoffels machen. Da muss ich mich irgendwann einbürgern lassen. Ja. Richtig. Muss ich zum Amt fahren? Genau. Das schaffen sie bestimmt. Safe.
Mein Großcousin war schon mal hier. Jetzt nach dem dritten Antrag geschafft. Ach so? Ja. Weil die Leute aus einem Mitleid mit denen hatten. Nein. Das sind keine Elite. Ja. Und dann wurde er wieder abgeschoben. Naja. Oh je. So, ich muss dann erstmal los. Echt jetzt? Ja, ja, ich muss da hinten nochmal in den Laden. So, was denn sonst? Viel Glück. Ich muss mal ja alles bezahlen. Alles gut. Schade eigentlich. Ja, warte mal, ich bin der, kennst du ihn? Negativ. Neu hier? Ja. Ja. Also du ganz sicher nicht, das sehe ich. Aber er. Wahrscheinlich. Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Ja, der liebe Tanzbär, möchtest du mitkommen? Ich? Wo soll ich denn hinkommen? Nach da vorne. Ja, zum Geldautomat. Da gibt's Geld. Ja. Da kannst du Geld abheben. Ja, ich hab schon ein paar Euros in der Tasche. Ja, kommst du mit. Wo ist der? Nicht du! Mensch. Wo ist die Person jetzt? Er nimmt's auf, so ist nicht. Was willst du jetzt von mir? Ich dachte, ich krieg Geld. Nee, der Frischling kriegt Geld von mir, nicht du. Frischling. Das Frischfleisch. Nee, Frischfleisch. Nein, ich könnte vielleicht dann nur eine kleine Behandlung gebrauchen. Ah, okay. In die Zeit kann sein, dass der Battle-Eye mich gleich klaut und von der Insel schmeißt. Ja, wieder. Das macht er im Moment gerne. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal Kartoffels machen. Geh weg, ist so. Muss man zum Auto kaufen Geld an Bar haben? Ja. Okay, wo kriegt man Führerschein? Führerschein? Was? Ja. Sieht noch gar nichts aus. Ja. Oh, danke schon. Lotenschein und diese Lizenz zum Verarbeiten, wo kann man dies machen dann? Was? Jetzt was verarbeiten? Musst du nicht. Das gibt es nichts. Nö, du kannst alles verarbeiten, solange du da bist. In Amerika mussten wir immer tausende Dollar dafür zahlen. Also machen Sie am besten mal die Quest. Wir haben ja, das habe ich schon gemacht. Achso. Ja, habe ich schon gemacht. Führerschein, du hast kein. Brauch Geld, ja, jetzt muss ich Geld holen. Danke Ihnen für die Hilfe. Ja, alles gut. Der Frühling, ja? Genau, gibt's immer viele Frischlinge. Aus dem Boden. Jetzt gibt's Geld! Ja, bitteschön, Staatskapital. Ich hab ein bisschen Hunger. Ja, da vorne ist ein Markt, da kannst du dir Essen kaufen. Ja, das hab ich schon entdeckt, ja. Ach, danke für das Kleingeld, ich freue mich. Ja, jetzt hab ich nämlich gar nichts mehr. Wow. Ich sehe schon, ich krieg kein Geld geschenkt. Ja, flieg da mal hin. Ich würde erstmal hier bleiben wegen Query und ein Auge drauf halten. Wo ist denn jetzt der? Kann sein, dass die Person gerade hier am Marktplatz war in Wallenfels. Sag mir Bescheid, wenn er eine auffällig hohe Stimme hat wie eine Frau. Weil ich habe hier gerade drei verschiedene Bambis getroffen und wollte die alle gerade mal zusammenführen, dass sie zusammenfahren können. Hab jedem 50.000 in die Hand gedrückt und jetzt sind alle wieder weg. Das ist eine Kacke. Muss Geld verdienen, ne? Gut, du brauchst Handlung. Ja, immer noch. Ja, ich muss.